Hi und herzlich willkommen zur heutigen Champi-Folge, mal wieder mit Dragon Joy. Der war auch in der letzten Champi-Folge beim Fort Pinter Champi, der ist 8. oder so geworden. Ich weiß es nicht. Ah, ich hoffe, dieses Mal wird es besser laufen, auch wenn es ein bisschen schwereres Champi ist. Und mit dem Level 1er Pferd auch schwer ist, dort weiter vorzukommen. Bis also bin ich gerade 14. Ich hasse hier diese Stelle. Ich sehe hier nie, wann du hier um die Kurve kommst. Ja. Ja, also wie es aussieht, kann man doch drüber reiten. Ich bin immer noch 14. Nein, das war letztes Mal mir das Problem. Ich bin hier, habe ich die Kurve einfach verpasst. Und dann hast du verkackt, ich bin 16. Ja, es kann auch 16 in der Gruppe sein. So, da hier, wenn man hier hingeblieben ist. Ja, das passiert mir auch oft, dass ich irgendwo hängen bleibe. Diesmal mag ich richtig um die Kurve kommen, nicht wieder ins Loch fallen wie bei der Folge, die nicht online gekommen ist. Okay, ich wurde doch angehalten. Das ist aber zu fies, wenn ich hier drin stehe, da kann ich ja nicht losreiten. Aber noch 15. Das heißt, eine ist hinter mir noch auf jeden Fall. Besser als nichts, aber er ist auch jetzt Level 1 und ich kann mit ihm noch nicht gut springen. Das ist bei mir das Problem mit Level tieferen Pferden, dass ich mit denen nicht gut springen kann. Oder hier jetzt bin ich sogar 14. Zwölfte sogar. Ich habe gar keine Ahnung, wo ich jemanden überholt habe. Ich dachte mir gerade so. Okay. 11. Ja, ist doch gut. So. 10, da muss man alles sein. Wenn die jetzt bei einem Holzding getroffen wird, dann. Dann habe ich sie. Aber nein! Sie schafft es durch, wie auch alle anderen. Nein, ich bin sogar noch am 10. Platz. Also, Leute, kann ich mich nicht beklagen mit dem 10. Platz. Mit dem Pferd. Ich war zwar in Fort Pinter besser, aber Fort Pinter ist doch viel leichter. Viel, viel, viel leichter. Ja, heute Abend, also nach diesem Champi, kommt, denke ich mal, noch ein Moorland-Champi oder ein Fort Pinter-Champi, aber ich weiß es nicht. Ja, 10. Jetzt die Glückwünsche. Ein Glückwunsch an den 16. Platz, Asket Heinken. An den 15. an Aitana Sweet Valley. An den 14. Bianca Icewell. An den 13. Elisaveta Applechild. An den 12. Lady Skyland. An den, hier war ich, 11. Arabella Nighthome. An den 10. mich, die Anabisten. An den 9. Jenny Almond Green. An den 8. Ronja Summergirl. An den 7. Lena Sunstream. An den 6. Alexandria Summerluck. An den 5. Siwi Summermountain. An den 4. Shiva Skyrider. Einen herzlichen Glückwunsch an den 3. Sonja Mark Forrest. An den 2. Claudia Iwinos. Und einen sehr herzlichen Glückwunsch an den 1. Liv Stardrew. Ja, und heute muss ich auch nicht zum Briefkasten mal wieder. Und wie ihr es vielleicht gesehen habt, ich habe die Mähne verändert, weil hinten ist jetzt nicht mehr so länglich, sondern ist jetzt halt so, sieht auch mehr aus wie ein Schwerteschweif. Und hier vorne sieht einfach viel männlicher aus. Deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich diese. Weil der Ende hat eher so weiblich ausgesehen, jetzt sieht er männlich aus. Ja, und dann hier an dieser Stelle beende ich dann auch die heutige Champi-Folge. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao!